Guten Morgen, heute zeige ich euch mal ein Schneidebrett. Ganz einfach, schöne Gratleisten unten drin. Jonas Winkler hat sowas Ähnliches schon mal gebaut. Ich habe hier noch ein paar Stücken Weißbuche und ein bisschen Rotbuche für die Gratleisten. Und dann schauen wir mal, wie das wird. Die Kabel hängen hier so ein bisschen im Bild rum. Ich hoffe, das stört dich, man kann trotzdem alles sehen. Hier haben wir unser Stück Weißbuche. Wenn wir jetzt erstmal ein bisschen zuschneiden, weil wir ja nicht diese Baumkanten dran haben wollen. Wobei ich jetzt gerade sehe, das Stück ist dafür nicht so schön, weil hier hinten schon ein Sägeschnitt drin ist und es ansonsten hier auch sowieso sehr schmal wird. Ist überhaupt Weißbuche gewesen? Ja. Dann nehmen wir lieber das Stück. Bisschen grob zugeschnitten. Hier in der Mitte Kern, den werden wir uns einmal rausschneiden. Verlieren wir zwar ein bisschen, aber dann wird es nachher stabiler. Auf geht's. Die Metarbe hat jetzt noch einen Schiebeschlitten gekriegt. Weiß noch nicht, wie das Ding funktioniert. Erstmal so, sieht schon mal sehr gut aus. Mal gucken. Gerade für solche Zuschnitte. Könnte ich mir jetzt vorstellen, ist es. Ja. Okay. Hier haben wir uns jetzt einen Großteil von dem Kern rausgeschnitten. Das wäre nicht allzu schön geworden. Und jetzt können wir die beiden Teile hier schön aneinander setzen und die Masung läuft trotzdem durch. Wenn ihr den Kern drinnen lasst, gibt es tausende von Videos, wo das erklärt wird. Durch die Jahresringe und die unterschiedliche Ausdehnung fängt an, das Holz sich zu werfen. Deswegen kommt auch die Gratleiste nachher unten rein, um das zu verhindern. Jetzt wird erstmal umgebaut. Das ist das Einzige, was mir an der Metabo nicht gefällt, dass die Absaugung hier mit diesen Schrauben, um die Absaughaube festzumachen, die muss man jedes Mal abdrehen. Weil kann man nicht mehr hochklappen, nimmt noch mehr Platz weg. Und auch die Befestigung hier von der Haube, naja, an die Schrauben unten kommt man kaum ran. Hier oben reinstecken und dann hake ich es unten ein, dann geht es halbwegs. Und jetzt hier, ja, Schraubendreher versuchen irgendwie. Da hätte Metabo sich was Besseres einfallen lassen können. Ansonsten, die Maschine als solches macht einen guten Job. Auch diese ganze Geschichte hier an der Seite, könnt ihr das sehen? Läuft zwar nach hier, trichterförmig, dass es größer wird, aber nicht in die Richtung, wodurch insgesamt hier zwar ein Riesenanschluss ist, aber die Öffnung hier an der Seite, wo ist er? Hier, doch relativ klein ist. Und da schafft die Absaugung das dann manchmal nicht. Und ein größeres Rohr
Würde auch nicht viel bringen, weil es nur Attrappe hier. Jetzt ist Folgendes passiert. Da ich halte euch mal in die Kamera und gucken, ob man es sehen kann. Die Bohle ja geschüsselt war. Geschüsselt heißt, sie hat sich in der Mitte der Kerne so aufgebogen. War natürlich der Schnitt nicht genau rechtwinklig. Und weil der Schnitt nicht genau rechtwinklig war und ich es nicht nochmal nachgeschnitten habe, zeigt das mal hier. Bam, 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 ist das hier zu sehen? Ist zu dunkel, doch, ist zu sehen. Hat er natürlich die Seite jetzt auch dementsprechend abgerichtet, sodass die auch nicht rechtwinklig war, weil die genau parallel zu der anderen Seite ist. Wir müssen also einmal jetzt hier nachschneiden, die Außenseite. Dass wir da genau auf 90 Grad sind. Diesmal kontrollieren wir es. Und passt. Und hier nicht. So, jetzt nehme ich den Gimbal mal auf die andere Seite und ganz ehrlich, ihr kriegt das hier mit der Abrichte nicht vernünftig hin. Guckt euch diese Fuge hier an. Auf der Kamera sieht sogar noch schlimmer aus wie in Natura. Wir haben vorne und hinten doch immer einen massiven Hobelschlag drin. Werde jetzt einfach die Seite glatt schneiden und dann mal gucken, wie es aussieht. Kriegen wir euch jetzt hier rumgeschwenkt, da ist er. Puh, alles ein bisschen vollgestaubt. Es ist witzig, dass es in der Kamera so schlimm aussieht und in Natura kaum noch zu sehen ist. Wie auch immer, wir verleihen es jetzt einfach mal. So eine Tapezierrolle wollte ich schon immer mal ausprobieren, ob der dafür funktioniert, diesen Leim zu verteilen. Weil die ist ja gummiert und kann man danach eigentlich schön leicht sauber zu machen. Hey. Ha, tolle Idee. Das ist aus dem Baumarkt ein ganz einfaches Ding, um Tapete anzudrücken, die Nähte. So ein Nahtroller. Guckt euch das an. Geil.
zwischenzeitlich mal schnell ein paar Reifen gewechselt. Nicht ganz so schnell wie nach Formel 1. Aber es geht. Wir haben hier noch ein Reststück Buche. Wartet mal, wie sieht das jetzt besser? So. So. So sieht das schön. Und daraus werden jetzt unten die Gratleisten gemacht. Mal gucken, ob das wieder so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Schiebeschlitten. Ich habe hier nach wie vor das Universalblatt drin. Eigentlich habe ich auch noch ein Blatt zum für Längsholz zum Aufdrehen. Ein grobgezahntes. Aber dafür reicht's. Irgendwie bin ich heute ein bisschen lärmempfindlich. Mickey Mäuse. Da ist was nicht in Ordnung. Okay. Sägeblatt nicht richtig fest erzogen, kann ja nicht sein. Leute, hört immer auf eure Maschinen. Wenn irgendwas nicht mehr in Ordnung ist, sagen sie es euch. Und das war eben definitiv ein Geräusch, was ich so nicht gehört. Das Sägeblatt hatte sich ein bisschen gelockert und ist einfach noch nachgelaufen. Da ich nicht mehr genau weiß, was der Schwalbenschwanzfräser für einen Winkel hat, habe ich jetzt hier so ein Probestück mal gefräst und kann dann mit der Winkellehre mir jetzt hoffentlich den Winkel relativ genau hier ablesen. So, 6, genau 15 Grad. 15 Grad. Jetzt schneiden wir hier einen Winkel von 15 Grad ran und haben damit auf der einen Seite schon das so, wie wir es haben wollen. Auf der anderen Seite fräsen wir die 15 Grad. Jetzt haben wir die beiden Leisten, die unten runterkommen sollen. Ich stelle euch mal hier rüber, sonst seht ihr nichts. Und die sollen nachher dann so drunter liegen. Auf der Seite haben wir jetzt schon den Winkel. Jetzt müssen wir den auf der Seite noch fräsen. Das machen wir aber erst, wenn wir den drüben hier vorgeschnitten haben und es fertig haben. Damit wir hier einmal eine Höheneinstellung am Fräser haben und die danach auch nicht mehr verändern. Weil wenn wir auf dem, bei
allen drei Fräsungen die gleiche Höhe haben, sollte es nachher vernünftig zusammenpassen. Die Platte ist jetzt getrocknet, grob zugeschnitten, die Kanten sind nicht sehr sauber geworden, ist nicht schlimm, da gehen wir nachher nochmal mit dem Fräser drüber. Oberseite, Unterseite, hier kommt der Schnitt rein. Parallelanschlag und mit dem Schiebeschlitten drüber. Kommen die Teile dran. An der Seite haben wir die Fräsung schon. An der Seite haben wir die Fräsung schon. Also müssen wir die auf der Seite jetzt noch fräsen. Die Gratleiste soll nachher so drin sitzen. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Markierungen, die wir uns setzen können. Und das einmal hier. Könnt ihr das sehen? Nein. Und einmal die Kante. Das ist der Bereich, der stehen bleibt. Und das ist, was wegkommt, was ausgefräst werden muss. Da arbeiten wir uns jetzt vorsichtig ran und dann müssen wir die sowieso ein klein wenig konisch machen, damit es besser passt, damit man die reinschlagen kann und die entsprechende Wirkung nachher hat, nämlich das Brett zu stabilisieren. Das sind ja nicht einfach nur Füße, die unten drunter schön aussehen. So, ho, 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 ho. Bam, bam, bam. Das ist da. Und noch ein Stück zurück. Ja. So, jetzt können wir nicht in die Richtung fräsen, weil der Fräser, wie ihr sagt, sieht man noch an der Schneide, dreht sich in die Richtung und dann arbeitet man dagegen. Weil das jetzt alles relativ klein, schmal und dicht dran ist, nehme ich hier wieder mein Holz,
zum Runterdrücken und drückst dann aber mit der Hand auch noch nach hinten gegen. So sieht es jetzt aus. Ja, so soll es sein. Wir sehen aber, dass wir hier noch so 5-6 mm. Gratleiste. Warum geht die hier noch leichter? Hä? Gut. Die zieht hier auf dem letzten Stück. Nee, da sieht das nicht. So sieht das. Oder? Ja, ich finde es gut. Habe ich eben, glaube ich, vergessen aufzunehmen. Die Gratleisten sind drin. Jetzt werden die Kanten nochmal sauber beschnitten. Der Ausbruch hier an der Seite wird mit weggesägt. Kanten hier fräst und fertig. Die Säge hat hier eigentlich eine Funktion, wenn man kleine Sachen dicht dran schneiden will, dass man das umdrehen kann. Dass man dann dichter ans Sägeblatt rankommt, unter der Abbausaugkaube durch. Ist aber ganz praktisch, wenn wir das jetzt hier zuschneiden, weil wir sind damit einfach mal oben drüber. So eingestellt, dass es ganz knapp nur dran vorbeigeht. Sägeblatt auf volle Höhe. Meine kleine Handoberfräse. Zuerst nehmen wir die Kanten weg. Finde ich schöner. Tine, ich hoffe, es gefällt dir.